war zu hoch. Versuche auch nicht zu hart diesmal. Warte. Zu hoch. Oh. Ey, ich bin ganz ehrlich, mach das bitte nicht irgendwo im Wohnzimmer oder so. Hallo! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ich dreh mal um. Keine Ahnung, was uns heute erwarten wird. Wir werden heute eine Bottle Cap Challenge machen. Oder auch Bottle Kick Challenge, hat unterschiedliche Namen. Ihr habt die Flaschen schon gesehen. Wir werden heute gucken, ob wir einen richtig coolen Kung-Fu-Tritt drauf haben. Oder ob wir dabei umfallen und uns einen Zahn ausschlagen. Es könnte sehr dramatisch werden. Alles ganz gut gepolstert in der Wolke, wenn man hier irgendwie landet. Aber ich kann mir auch noch nicht so richtig vorstellen, dass wir es schaffen. Wird auf jeden Fall schwierig und wenn wir es wahrscheinlich schaffen, wird es wahrscheinlich 1000 Kommentare geben, wo dann drin steht, das ist so nicht richtig. Ist uns schon klar. Wir versuchen es, wenn überhaupt, irgendwie hinzubekommen. Wir wollen dann nochmal mitmachen, ne? Ja. Also okay, erster Sicherheitshinweis, die Flaschen sind bei uns noch sehr voll. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen davon abtrinken oder eben abschütten, um dann nicht hier eine absolute Katastrophe in der Wolke zu haben, dass der Boden unter Wasser oder unter Apfelschorle steht. Deshalb erste Vorbereitung, Kathi. Zapft sich erstmal was. Ja. Okay, ich versuche es mal als erstes. Das Ding ist natürlich, ich komme kaum hoch, ne? Das heißt, so, tack, ich komme halt kaum hoch. So, okay. Am besten da. Kathi, kannst du ja... Oh, sorry. Genau, man sieht jetzt hier schon, wir haben ein bisschen was weggemacht, damit es hier jetzt nicht gleich in alle Richtungen geht. Genau, du musst hinter mir stehen. Ja, genau. Und natürlich ist die Flasche auch schon ein bisschen aufgedreht, ne? Okay. Genau, ein bisschen tiefer, Nina. Da muss der Fokus sein auf der Flasche. Ja, ich glaube, ich schaffe es nicht. Ein bisschen tiefer. Flipper? Ja, Bottle-Cap-Treter. Challenger, okay. Das war nice, Kahn. Ging eigentlich. Sollen wir das als nächstes? Mega Slow-Mo haben? Wer möchte das als nächstes? Ich werde das als nächstes probieren. Okay, wir gehen wieder in die gleiche. Suchst du dir eine andere Flasche aus oder die gleiche? Versuchen sie erstmal mit der Flasche. Kathi, komm mal wieder genau. Hier aus. Genau. In die. So. Okay, das heißt, es... Bitte nicht ins Gesicht. Ja, warte. Der war zum Fest. Nochmal. Oh, ja, da schäumt es jetzt. So schäumt es gerade, aber es ist nicht schlecht. Vielleicht suchst du dir jetzt eine andere Flasche aus. So, versuchen wir es nochmal. Wir gucken uns nochmal hier das Ganze an. Nochmal ein bisschen tiefer. Ich habe zwar lange Beine, aber vielleicht kommt es so. Hey! Yay! Ja, Nina, klasse. Wir haben den Boden schon gesprengt. Jetzt bin ich wohl dran, ne? Jetzt ist Kathi mal dran. Ich kann gerne die Flasche noch weiterhalten, ne? Ja. Nicht gegen die Kamera. Tritt. Ja. Okay, versuch's mal. Darf ich? Ja. Oh, das war zu hoch. Pass auf, die Flasche hinter dir. Kathi räumt ab. Oh. Nee, halt mal sonst bei Kathi. Sehr gut. Was sind denn für Profis? Mit der Achillessehne hast du den noch erwischt. Ja. Sehr, sehr gut. Ein Hackentrick. Wir versuchen es jetzt aber noch mit anderen Flaschen. Genau, wir haben noch mehr hier im Angebot. So, ich zeige auch noch mal, dass der Deckel wirklich nicht abgeht. Der ist draufgeschraubt. Okay. Kann es wieder als nächster nächstes. Versuch. Okay, ich versuch's warte, mal. Warte. Hast du? Ja. Ah. Oh. Kathi, festhalten! Panik! Okay, der Teppich ist hin. Wir haben heute hier schon wirklich... Ja, sorry Kathi. Genau, nee, fass mal am besten mit beiden so. Jetzt ist es wieder ganz drauf, jetzt musst du wieder drauf drehen. Nee, fass mal so am besten, wirklich so an. Genau. Ja, hatte ich ja gerade. Sonst kann man natürlich auch leere Flaschen nehmen oder das Ganze im Garten, genau, falls ihr nicht so die Sauerei und vielleicht lieber Wasser reinfüllen und nicht Eis. Ich versuche auch nicht zu hart diesmal. Warte. Ey, ich kann das nicht. Jetzt. Ja. Ich hab so schon Angst. Hey. Siehst du? So einfach geht das. Boah. Aber es hat schon wieder ein bisschen geplürt. Ihr hättet meinen Kahn Gesicht sehen müssen. Wenn Kahn Richtung meinem Gesicht irgendwie. Ja, aber ich kann das schon gut. Also so ist es ja nicht. Na, also ich kann schon ein bisschen zielen. So, jetzt ich bin als nächstes. Bin ich ja sehr, sehr gerne. Der obligatorische Test. Es geht noch nicht ab, aber es ist locker. Okay, ich dachte, du musst ein bisschen tiefer. Ich komme mit meinem Bein nicht so hoch, zerreißt meine Hose. Okay. Yeah! Das war stark! Extrem gut aus, das war sehr gut! Du hast wirklich tatsächlich hochgeflogen. Ja, du hast den tatsächlich nur hier vorne erwischt. Sehr gut! Wir haben vorhin noch gesagt, das schaffen wir nicht. Aber hey, wir sind gar nicht mal so schlecht. Ja, okay, das Ding ist, normalerweise geht man auch nicht so tief, sondern versucht ein bisschen oben zu bleiben. Aber so ist es auch noch. Wir können uns ja langsam steigern. Ich kann jetzt ja auch noch mal mein Glück genau. Versuchen. Genau. So. Okay. Dann übernehme ich mal die Kamera. Wieder ein bisschen warm machen. Achso, damit ich die Beine so hochkriege. Nee, ist okay, bleib ruhig so. Versuch diesmal ein bisschen. Also, Deckel ist drauf.
Okay. Ich halte gut fest, nicht, dass es wieder alles auskippt. Darf ich? Ja, darfst du. Oh, Kathi ist so hoch. Oh! Oh. Ja. Leute, also das ist wirklich Eis. Das ist auf jeden Fall nichts für zu Hause im Winter. Ich glaube, Kathi ist ausgeschieden. Ey, ich bin ganz ehrlich, mach das bitte nicht irgendwo im Wohnzimmer oder so. Mit Cola ehrlich. Schon gar nicht. Ey, das sieht hier aus, oh, ne? Ja, ja, ja. In dem ganzen Jahr, wo wir hier schon drinnen sind, ne, ist es, glaube ich, hier katastrophaler als... Noch mit Mineralwasser weiter. So, wir machen einmal noch mit Mineralwasser und dann war's das für heute. Also sonst können wir den Laden hier abreißen. Also mit dem orangefarbenen Saft machen wir das nicht. Auf gar keinen Fall. So, jetzt müssen wir erstmal den Deckel... Wir nehmen jetzt nur noch Wasser, das andere ist uns zu kritisch. Ja, ich habe das ja schon mal bei TikTok, habe ich auch eine Bottle Cap Challenge gemacht, ne? Aber wenn ihr euch die ansehen möchtet, die läuft ganz anders ab. Okay, so. Ich versuch's jetzt mal. Soll ich tiefer halten? Nein, 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 bleib mal oben ein bisschen noch. Ah. Nicht, dass du mich hältst. Ah! Krass. Das war knapp. Boah, wenn gleich die Glaswasche hier durch die Gegend fliegt. Oh. Soll ich nochmal richtig drauf machen? Weil der ist jetzt so schief. Ich weiß nicht, was ich Ja, machen wir nochmal. Ob er sich verkantet hat. So, jetzt ist okay. Boah, habt ihr auch so ein bisschen Angst einfach die ganze Oh, Zeit? Schon wieder! Zweimal erwischt! Wenn Kahn hier so in Augenhöhe tritt, da habe ich wirklich so, Angst. Okay. Ja. Yay! So, hier der Deckel ist hier zwischen unseren ganzen Schmierereien auf dem Boden. Also, zweimal habe ich ihn erwischt, aber irgendwie der Deckel war da noch nicht so ganz ab. Nee, das hat sich irgendwie so verkantet. Erst beim dritten Mal. So. Okay, ich probiere die Wasserflasche jetzt auch nochmal. Ja, versuch's mal. Also wenn du es so perfekt hinbekommst wie eben. Mit dem Eistee, ja. Ich dachte, so perfekt wie ich. Das ist jahrelange, ich bin im Herzen ein kleiner Bruce Lee. Nee, ich kann das absolut gar nicht. So. Passt das so? Ja. Oh, boah. Ja. Ich glaube, du musst sie so senkrecht halten. Ja, warte. Guck, ich glaube, die andere Flasche war deutlich einfacher. Also, die hat sich direkt gedreht. Ja, ich glaube, das Gewinde ist. Ja. Oh. Yeah. Hey! Weggetreten! Der Deckel ist hier. Okay. Ja, aber ich denke. Kathi, willst du auch nochmal? Mit Wasser kann nichts passieren. Ja. Warte. Warte, immer noch nicht. Ich kann mit lieber. So, jetzt. Zu hoch. Hey. Ah, Zeitlupe. Wollte ich gerade sagen, das war Slow-Mo vom Twitch. Aber ist okay. Bottle Cap ist ab. Ich würde sagen, das reicht heute für die Bottle Cap Challenge. Oh, kann auch nicht mehr. Es macht auf jeden Fall Spaß. Aber ihr solltet es, ganz wichtig, mit Glas solltet ihr es eher nicht machen. Macht es mit einer Plastikflasche eher. Am besten draußen. Genau. Und mit einer also wenn es so eine Eistee-Flasche ist, lieber erst Eistee raustrinken und dann Wasser rein. Ja, best Idee. Aber sonst hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir haben daraus gelernt. Ja. Und das Studio können wir jetzt von Grund auf reinigen. Renovieren. Ja. Renovieren. Und ich glaube, mit Kung-Fu fange ich erst gar nicht an oder irgendeiner Kampfsportart. Das lasse ich lieber sein. Das war die Bottle Cap Challenge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, probiert es gerne selber aus. Es ist gerade ein Trend und wir haben ihn einfach mal mitgemacht. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert, drückt auf das kleine Glöckchen, um kein Video zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Yes! Tschüss! Ciao!